So, ich würde sagen, wir gucken diesmal hier so rum. Hier wird da sicherlich auch noch was sein. Und dann müssen wir demnächst sicherlich hier oben lang. Ich habe geschaut, wir haben jetzt 4 von 10 Vorräte. Das heißt, wir haben schon fast die Hälfte geschafft, tatsächlich. Das heißt, eins wird vielleicht noch hier unten sein und der Rest wird in der oberen Map-Hälfte sein. Kann ich mir zumindest vorstellen. Hier durch. Nein. Weiß übrigens nicht, was das gerade für ein komisches Kratzgeräusch war. Ich weiß nicht. Ist ein Geheimnis. Ist dann dort auch noch was Größeres? Nein, nicht da. Hier wollte ich hin. Es kann schon sein, dass da noch eine Vorratskiste ist. Ausland. Da oben glitzert es doch schon. Okay, hier wird keine Vorratskiste sein. Vorratskisten sind ja eher auf höheren Gebäuden. Lass mal nach links fahren, würde ich sagen. Nein. Ja. So ein bisschen, ob ich rote Bankpflanzen finde. Ich glaube, hier habe ich auch schon mehrmals geguckt, ne, ob hier irgendwo was ist. Haben wir. Oh nein, wir haben da ein Geheimnis verpasst. Ich möchte lieber zur nächsten Vorratskiste. Vielleicht gibt es da was. Auf jeden Fall gibt es da. Ja, da sind rote Ranken. Und es gibt da ein Geheimnis. Und ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr, ob wir da schon waren. Oh, das da wird ein Monument sein, der Funkturm. Schätze ich. Ich weiß nicht, ob hier mehr als das Geheimnis ist. Hier sind irgendwo diese. Wo sind da an der Seite rote Fetzen? Ich weiß es gerade nicht genau. Holen uns die Bootsverbesserung kurz. Ich glaube, bei den Bootsverbesserungen muss ich sagen, es ist nicht so tragisch, wenn ich nicht alle hole, weil ich fahre sowieso nicht schnell. Ich finde, das Boot ist so schon schnell genug.
Atlas Island. Haben wir noch nicht, würde ich sagen. Okay, da sind auch rote Fetzen. Zeigt es nur nicht an, dass da eine Vorratskiste ist, aber ich gehe von aus, dass da eine ist. Deswegen lass einfach mal hochgehen. Die Map hat geleuchtet. Ja, jetzt zeigt es mir auch an, oben ist eine Vorratskiste. Muss immer ein bisschen gucken, ob man. Muss man hoch? Muss man runter? Was ist, wenn ich hier. Ich bin hier gar nicht hoch. Hier geht's weiter. Hallo, Herr Wassermann. Ich hab dich gesehen. Ist dort ein Geheimnis? Rüber komme ich nicht. Muss ich da oben rum? Dass ich da rüber komme? Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz als Fallkante erkannt, muss ich sagen. So, irgendwo muss uns dieser Weg ja hinführen. Oder auch nicht. Achso. Man wird ein bisschen betriebsblind hier bei diesem Spiel. Man sieht irgendwie. Oder ich. Ich kann ja nicht von euch sprechen. Ich sehe irgendwie die Kanten hier nicht mehr. Okay, dann müssen wir hier wieder runter. Ich weiß gar nicht mehr, wo sind wir hergekommen? Irgendwann müssen wir hoch. Ich glaube, ich bin schon mal auf dem richtigen Weg nach oben. Okay, hier waren wir schon mal. Hier ist gut. So, dann gehen wir jetzt weiter nach oben und suchen jetzt nicht noch ein Geheimnis. Ah ne, hier. Ich ja hinten runter. Hier oben weht doch wieder der Wind.
Logischerweise. Den dann. Okay, das ist. Okay, nee, Textur und so. Also wir haben zwei weitere Geheimnisse hier drüben noch. Oh, wir sind schon da. Kann ich noch höher? Wenn es noch höher geht, dann gehen wir auch noch höher, weil dann hat es meistens was zu bedeuten. Ich glaube, wir haben auch noch ein Geheimnis hier. Oh, zwei Geheimnisse noch. Nicht. Geht es hier noch höher? Nee. Und die weiter unten. Mal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwo anders hochkomme. Hier. Wir haben Insektenspray gefunden. Ich muss Takus Wunde säubern. Okay, wir haben erfahren, der Vater hat Taku verletzt. Und deswegen sind die beiden abgehauen. Oje, viel von der Geschichte fehlt uns gar nicht mehr. Oh, das ist eine traurige Geschichte. Ich hoffe, die geht gut aus für alle. Uiuiuiuiui. So. Ich denke, wir fahren jetzt mal in Richtung Norden. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich... Ich mag jetzt nicht hier noch die Geheimnisse einsammeln gehen. Ob ich das ganz am Ende noch mache. Ich weiß halt nicht, wie das Spiel endet. Also ob das, wenn die Story durch ist, ob dann sick ist und wir gar nicht mehr suchen können. Falls wir nach der Story noch suchen können, können wir gerne noch die ganzen Geheimnisse abfahren. Oder ich mache das dann alleine und zeige euch nur, wenn ich alle Geheimnisse auch gefunden habe, was denn die Geschichte der Stadt ist. Das muss ich mir noch überlegen, das weiß ich noch nicht. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir fahren jetzt Richtung Norden und gucken, ob wir da weitere Vorräte finden. Also ich sag euch, Speed bei dem Boot ist schwierig zu handeln.
können auch zu dem Monument da hinten fahren. Dann haben wir das nämlich auch gefunden quasi. Ich finde es gerade schön, dass der Regen aufhört. Ich mag jetzt Gewitter nicht so unbedingt. Da hinten glitzert's. Oh, das da unten glitzert's, aber da komme ich vom Boot aus nicht hin. Das ist das Hotel, wo wir gerade waren. Da ist jetzt blöd. Wie gesagt, ich überlege mir noch, wie wir das machen, ob ich die Geheimnisse am Ende alleine einsammle oder wir nach der Story gemeinsam nochmal die Geheimnisse einsammeln fahren. Ich glaube, es ist doch kein Monument, oder? Das Netz gen Himmel. Es ist doch ein Monument. Gut. Dann schauen wir hier. Gibt es hier... Auf jeden Fall gibt es hier Geheimnisse. Oh, ach so, und es gibt auch eine Vorratskiste. Ich sehe gerade die Fetzen. Sehr gut. Hier unten ist auch die rote Ranke. Das heißt, da können wir auch direkt rüber. Handriffstahl. Handriff? Handriff? Ich weiß es nicht genau, wie man das ausspricht. So, wir gucken. Ob wir Geheimnisse finden. Ich finde es schön, ehrlich gesagt, dass wir in dem Spiel jetzt nicht gezwungen sind, auch die, also unsere Geheimnisse zu suchen, sondern dass wir unsere, warte mal, wenn das hier rot ist, heißt das, dort müssen wir lang? Ich gehe aus Prinzip quasi erstmal woanders lang. Also, dass wir unsere Geschichte nicht auch irgendwie suchen müssen. Da springt sie nicht hoch. Das ist wahrscheinlich wieder nur ein Abgang. Drüben ist... Oh, ja. Unsere Geschichte wird uns ja quasi mit jedem Tagesabschluss weitererzählt. Das gefällt mir. Die Frage ist, hätte ich vielleicht doch mal dort hinten lang gehen sollen? Nicht, ob wir jetzt das Geheimnis da hinten verpassen. Noch ein Geheimnis. Gibt's aber viele. Gehen wir hier. Achso, das war ja das. Ich gehe doch mal kurz da hinten runter. Ich dachte zwar, dass es da Richtung Story geht. Vielleicht täusche ich mich. Ich würde gerne das Geheimnis hier nicht verpassen. So, da ist Wassermann. Also wir sind richtig.
Ich habe immer, ich kenne das von Uncharted. Ich vergleiche das immer mit Uncharted. Aber da gab es ja auch diese Vorsprünge, die dann einfach kaputt gegangen sind. Und ich glaube aber, dass das in diesem Spiel nicht passieren wird, weil ich es einfach nicht glaube, nachdem ich jetzt doch schon einige Zeit in dem Spiel verbracht habe. Ich glaube, das Spiel ist ganz, ganz positiv und hier kann eigentlich nichts weiter passieren. Das Geheimnis, was wir wollten, oder ist das anderes? Hier sind ein Geheimnis gibt es noch. Es gibt ein Geheimnis bei uns, wo unser Bruder liegt. Ich dann mal gucken gehen. Ich gehe von aus, wir sind richtig. Bin ich dort nicht hergekommen? Nein, bin ich nicht, weil hier ist ein Rohr. Oh, vielleicht ist hier hinten noch der Geschichtsteil. Ist er nicht. Okay, dann gehen wir jetzt das Rohr nach oben. Da drüben gibt es wieder eine Slackline. Ach nee. Ich glaube, das ist ein Monument da drüben, die Brücke. Man hier immer. Es gibt nicht die Option, den geraden, direkten Weg zu gehen. Wir müssen immer noch einen kleinen Umweg laufen, um ans Ziel zu kommen. Aber dann haben wir hier auch das letzte. Wir müssen oben lang. Das letzte Geheimnis an diesem Gebäude. Können jetzt zur Vorratskiste. Ich denke, weit ist sie nicht mehr. Da blinkt sie doch schon. So, wir haben die nächste Vorratskiste. Auf jeden Fall immer mehr Beobachter. Thank you.
Es geht unserem Bruder echt nicht gut. Okay, wir müssen die Wunde nähen. Ich wollte aber erst gucken. Hier ist doch ein Geheimnis bei uns. Aber wo? Ich weiß es nicht. Da oben drauf? Oh, ich sehe da was. Mal gucken, nicht, dass es hier schon irgendwo ist. Aber wann haben wir das Geheimnis aufgedeckt? Mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Okay, da gibt es dann auf jeden Fall einen kurzen Weg nach unten. Das finde ich schon mal gut.